Hallihallo, liebe Freunde, ich möchte euch heute gern mal sagen, warum mir Battleborn extrem viel Spaß gemacht haben. Viele von euch vergleichen es ja mit Overwatch so ein bisschen und ich muss sagen, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Allerdings geht es ein bisschen in eine andere Richtung als Overwatch. Overwatch ist für mich so wirklich der reine PvP-Aspekt. Da treten zwei Teams in einem Ego-Shooter gegeneinander an. Okay, da ist noch ein Objective drin, die wollen irgendwie eine Lore schieben oder einen bestimmten Punkt halten. Aber in Battleborn ist es ein bisschen anders. Da gibt es erstmal viel, also in meiner Ansicht, ich habe Overwatch nicht gespielt, ich habe nur Battleborn gespielt. In meiner Ansicht gibt es viel mehr zu tun in Battleborn. Da habe ich wichtige Punkte, die mir Geld geben auf der Map. Schatz, Cluster machen, Cluster machen. Ich mache hier hinten die Cluster, also auf der linken Seite auf der Map. Oder den Cluster besser gesagt. Mittelcluster machen. Hab ich. Da habe ich neutrale Monster auf der Map. Die kann ich einnehmen und für mich kämpfen lassen. Balkon ist einer Bogenschütze, ja. Da habe ich Au, au, Türme au. auf der oder Stellen an den auf der Map, wo ich Türme aufbauen kann. Da habe ich Stellen auf der Map, wo ich besondere Diener kaufen kann. Willst du mich verarschen? Hab ich noch gerecht. Und dann gibt es noch so schöne Charaktere, wo es einfach darum geht, okay, ich muss solche Oh, was? unsichtbar hinter den Gegner kommen, dann kann ich den zum Beispiel den Healer rausnehmen und solche Sachen. Also ich finde das einfach so viel attraktiver als das, was ich jetzt von Overwatch gesehen habe. Ich muss den Hut vor Blizzard ziehen. Blizzard macht einen sehr hochqualitativen Job mit der Promotion von Overwatch und auch von dem Spielgefühl her. Also was ich gesehen habe, das Spielgefühl fühlt sich richtig schön flüssig an, das Spiel läuft super. Es sieht schick aus durch eine Comic-ähnliche Grafik, die aber nicht zu comiclastig ist, um zum Beispiel erwachsene Spieler abzuschrecken. Und auch die Grafik finde ich ähnlich bei Battleborn. Also sie haben beide eine Grafik, wo ich sage, die ist zwar eindeutig Comic-Stil orientiert, aber diese Grafik ist Comic-Stil orientiert, damit es einen eigenen Look hat und damit es ein gewissermaßen zeitlos ist. Weil wenn ich so eine Comic-Stil-Grafik habe, die altert sehr, sehr gut. Wenn man sich heute zum Beispiel noch Borderlands 2 anguckt, das kann man eigentlich noch ganz gut spielen. Obwohl es halt auch schon, ich glaube, 5 oder 6 Jahre alt ist, hat eine Weile hinter sich. Und was mir besonders gut außerdem noch gefällt, ist, man hat das Gefühl, die Entwickler hatten Spaß bei dem Spiel. Die hatten einfach Spaß, Sachen einzuprogrammieren, Sachen einzubauen und haben nicht nur einfach runterprogrammiert. Zum Beispiel, wenn man die gleiche Mission im Koop-Modus mehrfach macht, dann gibt es unterschiedliche Dialoge von den Charakteren. Da hat man einfach das Gefühl, okay, die Leute hatten so viel Spaß und die Dialogen hatten so viele geile Ideen für die Dialoge. Die haben einfach mehr reingeschrieben, haben mehr aufnehmen lassen, haben das alles reingeschmissen, was sie halt an Ideen hatten. Das zu einer richtig geilen Masse vermengt, die einfach schön ist. Das macht richtig Spaß. Also wer von euch Spaß zum Beispiel am Borderlands 2 Humor hat, der wird auch mit Sicherheit Spaß haben mit dem Battleborn Humor. Wenn KIs besoffen wären, einfach nur weil es Dimensionsportale gibt, sozusagen elektromagnetische Störungen, dann wären die sozusagen high davon und sind dann entsprechend auch übermütig und fliegen Schlangenlinien, wenn sie ein Schiff steuern. Oder wenn dich zum Beispiel der gegnerische Spinnenroboter, den du gerade töten wolltest, wenn der dich getötet hat und dir einfach mal einen Mittelfinger hinhält. Einfach nur so, fuck you, mate. Oder wenn du gestorben bist und läufst an dem Typen vorbei und er sagt, ah, schon wieder tot. Was machst du denn eigentlich da vorne die ganze Zeit? Es ist einfach. Da denkst du so, ja, der disst mich gerade. Mich disst gerade ein Computer. Eigentlich echt lustig. Es ist einfach, ich habe so ein Wohlfühlgefühl bei dem Spiel. Wobei, was ich halt so bei Overwatch noch nicht gesehen habe. Ich habe das Gefühl, Overwatch nimmt sich sehr, sehr ernst, sowohl im Universum, als auch die Leute, die spielen, nehmen sich sehr, sehr ernst. Und das
durch das ganze Setting und das ganze, wir nehmen so generell schon die Spieler auf die Schippe und das ist alles so ein bisschen locker, habe ich das Gefühl, bei Battleborn nicht. Das ist nicht so schlimm, wenn da mal jemand richtig schlecht ist oder so, so Spaß hat man trotzdem. Also das ist einfach so, die Punkte, die mir wirklich am meisten gefallen ist, es gibt sau viel zu tun, es ist für mich für, gefühlt für jeden was dabei, solange man Ego-Shooter spielen kann, möchte, was auch immer. Und der Humor ist einfach göttlich. Das sind so die drei Hauptpunkte, die ich euch nahebringen wollte. Danke fürs Zuhören und gebt dem Spiel vielleicht mal eine Chance, dann könnten wir uns ab Dienstag auf dem Schlachtfeld sehen. Bis dahin, tschüss! Doch, immer ganz cool, die kümmern sich alle so um euch und ich stehe hier hinten, kann in Ruhe heilen. Ja, wir kommen mal zurück, lass uns heilen, gehen wir nach vorne. Support halt.